Könnte deine Katze bald Nierenversagen haben? Es gibt leider einige Krankheiten, von denen sogar die gesündeste Mieze nicht gefeit ist. Das trifft leider auch auf Nierenkrankheiten und im schlimmsten Fall das Nierenversagen bei Katzen zu. Aber es gibt Frühwarnzeichen, die du als Katzenhalter im Auge behalten kannst. Woran du erkennst, dass deine Katze an einer Nierenkrankheit leidet oder sogar Nierenversagen haben könnte, erfährst du jetzt. Erstens, deine Katze trinkt mehr. Die Nieren haben eine wichtige Funktion in jedem Organismus. Sie sollen Giftstoffe aus dem Körper filtern, die dann über den Urin abtransportiert werden. Hast du den Verdacht, dass deine Katze an Nierenversagen, auch Niereninsuffizienz genannt, erkranken könnte oder bereits leidet? Dann erkennst du das unter anderem daran, dass sie viel mehr Wasser trinkt. Im Gegensatz zu einer Blasenentzündung setzt die Katze hier auch deutlich mehr Urin ab. Zweitens, deine Katze hat Mundgeruch. Ein bisschen Mundgeruch können Katzen natürlich immer haben, das ist den Tatsachen geschuldet, dass sie Fleisch fressen und sich nicht die Zähne putzen. Ist aber Nierenversagen der Grund für den schlechten Atem, unterscheidet dieser sich maßgeblich vom normalen Mundgeruch. Er ist die Folge der sogenannten Uremie. Hier sammeln sich harnhaltige Substanzen im Blut der Katze, was wiederum zu einem speziellen und besonders unangenehmen Mundgeruch führt. Drittens, deine Katze verliert den Appetit. Nicht jede Katze ist ein Staubsauger auf vier Pfoten. Dennoch ist es auch bei Kostverächtern ein sehr auffälliges Zeichen, wenn das Futter nicht mehr angerührt wird. Nicht immer heißt das automatisch, dass deine Katze ernsthaft krank ist und etwas mit ihren Nieren nicht stimmt. Dennoch solltest du dieses Fressverhalten ganz genau im Auge behalten. Viertens, glanzloses Fell. Nicht nur auf das Trink- und Fressverhalten sowie den Atem wirkt sich eine Niereninsuffizienz aus. Auch die Haut und in der Folge das Fell sind dann häufig betroffen. Dieses wird dann matt und stumpf und verliert seinen Glanz. Das liegt unter anderem daran, dass die Katze weniger frisst und wichtige Nährstoffe damit nicht mehr aufgenommen werden. Fünftens, häufiges Erbrechen. Erneut gilt auch bei diesem Symptom, dass sich dahinter eine völlig harmlose Erklärung verbergen kann, wie beispielsweise ein Haarballen oder eine Magenverstimmung. Entscheidend ist, wie oft das passiert, denn Erbrechen ist der Versuch, im Körper vorhandene Giftstoffe, die von den Nieren nicht mehr bewältigt werden können, auszuscheiden. Da regelmäßiges Erbrechen auch eine Dehydrierung zur Folge haben kann, solltest du in diesem Fall ohnehin auf jeden Fall beim Tierarzt vorstellig werden. Sechstens. Zusätzliche Infektionen. Können Giftstoffe nicht mehr aus dem Körper ausgeschieden werden, leidet darunter auch das Immunsystem. Ist dieses wiederum geschwächt, sind weitere Infektionen, unter anderem Erkältungen, alle Tore weit geöffnet. Ist deine Katze in letzter Zeit anfälliger für Atemwegsinfektionen? Dann kann sich hinter diesem Symptom ebenfalls ein beginnendes Nierenversagen verbergen. Was aber tun bei Nierenversagen? Zunächst muss das genaue Stadium des Nierenversagens festgestellt werden. Generell gibt es davon vier, nämlich beginnend, früh, urämisch und Endstadium. Natürlich ist Hilfe vor allem dann noch effektiv, wenn das Nierenversagen möglichst früh erkannt wird. Dazu analysiert der Tierarzt oder die Tierärztin Blut und Urin. Sind hier noch keine zu stark erhöhten SDMA- und Kreatininwerte erkennbar, ist eine Behandlung möglich. Mit jedem weiteren Stadium, das eine unbehandelte Niereninsuffizienz erreicht, wird die Schädigung größer und die verbleibende Lebenserwartung sinkt. Ohne Therapie fällt diese von 3 Jahren auf ca. 35 Tage ab Beginn der ersten Symptome einer Niereninsuffizienz. Umso früher eingegriffen wird, desto besser stehen also die Chancen. Als Therapie eignen sich natürlich nur tierärztliche Behandlungsmethoden. Auch wenn es Hausmittel gibt, die möglicherweise helfen können, empfehlen wir auf jeden Fall, hier keine Experimente zu machen und sofort tierärztliche Hilfe einzuholen. Leider gibt es gegen diese heimtückische Krankheit kein wirksames und stoppendes Mittel, aber mit frühzeitigem Erkennen, dem richtigen Futter, den entsprechenden Medikamenten sowie viel Liebe und Zuneigung können sowohl Lebenserwartung als auch Lebensqualität deiner kleinen Samtpfote deutlich verlängert und verbessert werden, sollte dieser unschöne Fall tatsächlich eintreten. Vielleicht haben wir auch Zuschauer, die mit ihrer Katze schon eine Niereninsuffizienz durchmachen mussten. Wenn ja, meldet euch doch mal unter dem Video in den Kommentaren mit euren Erfahrungen. Und wenn du jetzt noch wissen willst, welche weiteren Anzeichen es gibt, dass der Körper deiner Katze um Hilfe schreit und du entsprechend sofort zum Tierarzt gehen solltest, um zu checken, ob alles mit ihr in Ordnung ist, dann klick jetzt auf das Bild und sieh dir unser Video zu diesem wichtigen Thema an.